Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf dem Hauptaccount, aber wir wollen mal nicht spielen, wir wollen mal kein Team bewerten, wir wollen mal keine Packs ziehen. Wir wollen endlich mal wieder ein Team bauen und das machen wir jetzt auch mal. I lick your wiener, das wollen wir jetzt mal nicht bespielen. Wir machen jetzt, wie nennt man das am besten? Creative Orgasm, das ist bestimmt verboten. Mal gucken. Orgasm. So. Oh, das klappt sogar. Sehr nice. Können wir unsere englischen Teamnamen weiter fortführen? Wir spielen mal wieder im 4-3-3-4. Und ja, dieses Squad ist wirklich ein wenig. Ja, es ist jetzt nicht hyperkreativ oder sowas. Aber es ist mal was anderes. Es ist mal kein Ronaldo drin, mal kein Neuer, mal kein was weiß ich. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so viel, wie das Team kostet. Ich glaube, warte mal. Es kostet maximal 120.000, weil das ist die maximale Price Range von dem ganzen Team. Ich hätte das jetzt eigentlich nochmal bei Footbin machen können. Warte mal, das kann ich vielleicht nochmal für euch machen. Dann kann ich euch den genauen Preis sagen. Wartet mal kurz. Ja, hätte ich auch gleich drauf kommen können. So, hier muss Tafi nochmal hin. Dann machen wir hier nochmal Lionel Messi auf die Bank. Suarez, Ede, Iniesta und dann passt die Sache. Jeppa, so passt das. Wartet mal ganz kurz, ich mache euch nochmal ganz kurz den Squad hier. Ich gucke vielleicht jetzt mal hoch. Ah, es passiert halt mal. So, Squad Name machen wir einfach mal kreativ. So, dann machen wir jetzt hier hin. Ich darf euch natürlich die Namen nicht sagen. Weil ihr seid ja gleich total geschockt, was da krasses drin steht in dem Team. So, ich muss die Formation irgendwie nochmal ändern. 4-3-3-4. So, jetzt gucken wir mal hier. Wie heißt der nochmal? So. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen spezieller, will ich mal sagen. Das heißt, es ist auch Silber mit drinne und Gold und Non-Rare und alles so ein bisschen. Ich will damit so ein bisschen Momentum ficken. Also ich würde mich mit dem Team definitiv nicht mehr gemomentumt fühlen. Oh Mann, wie heißt der nochmal? Warte mal. Er hat so einen schweren Namen. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Ja, mal gucken, ob er das erkennt hier. Ja, ich hätte mich ein bisschen besser vorbereiten können. Aber wir haben bei mir schon wieder mitten in der Nacht. Beziehungsweise wir haben bei mir 9 Uhr morgens. Deutscher Zeit. 3 Uhr gerade. Also so viel mal dazu. So, dann machen wir den nochmal hier rein. Dann machen wir den nochmal hier rein. Sudale. Dann kommt der noch hier hin. Aktuell sind wir bei Alter. Wir sind richtig billig, Mann. Wir sind richtig billig. Ich weiß noch nicht genau, ob die Silberspieler richtig getrackt werden. Ich wage es ehrlich gesagt zu bezweifeln. Es ist auch ein NLW für die NLW-Freunde. Aber ehrlich gesagt, hier ist keine Chemiehure drin. Echt nicht. Nö. Ich glaube mal, das ist... Also hier steht aktuell. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz. Na doch, könnte hinkommen. Also wenn das stimmt, kostet das Team 17.000. 17.000 und so viel kostet es auch auf der Xbox. Jo. Wenn das stimmt. Wie gesagt, ich bin mir da nicht ganz sicher. Wo ist der Controller? Hier ist der Controller. Wir fangen im Tor an. Und da ist der gute Herr. Helton. Hier könnt ihr jeden Brasilianer reinmachen. Außer aus der brasilianischen Liga. Habe ich schon mal gespoilert jetzt. Ich habe mich für Helton entschieden. Der sieht eigentlich relativ solide aus. Keine Ahnung. 1,89 groß, gutes Diving, gute Reflexe, Handling fast 80, Positioning fast 80, Abschlag auf jeden Fall nicht unter 70. Und ja, ich will ihn einfach mal testen. Hier hätte man jetzt auch ganz normal Alves reinmachen können, den ich solide fand. Der hat bei mir einmal gefailt, einmal krass gefailt, aber ansonsten war Alves eigentlich immer gut. Aber ich will jetzt Helton einfach mal testen, wie der so ist. Ich meine, wir müssen ja auch mal Spieler spielen, die wir noch nicht kennen. In der Innenverteidigung eine alte Legende. Die Leute, die jetzt erst seit 16 Foot spielen oder seit 15, die kennen den wahrscheinlich nicht. Aber der DD ist eine absolute Legende. Ich kann mich noch daran erinnern, Dreierkette, Felipe Santana, DD und Thiago Silva. Alter Vater, leck mir die Eichel, das waren noch schöne Zeiten. Auf jeden Fall in der Innenverteidigung DD, wir gucken uns mal an. Der liebe Herr ist, wartet kurz, er müsste 1,92, genau. 1,92 ist er groß, dazu 82er Defense, 81 Physics, das heißt, er kann einfach alles. Dazu ein 61er Dribbling geht klar,
68 Pace reicht dicke aus. Also dicke. Das ist schon mal so ein Vorteil meiner Meinung nach von FIFA 16. Du musst einfach nicht mehr drauf achten, oh, hat der jetzt auch 75 Pace? Und das ist relativ hübsch. Sein Partner wird natürlich sein Manuele. Und Manuele ist auch so ein Altbekannter. Der ist relativ klein. Der ist 1,81 groß. Kann aber auch defenden, hat Physics. Sein Dribbling, boah, ist nicht ganz so pralle. Medium-High-Work-Rates hier dazu. Ist halt ein bisschen schneller. Und ja, ich denke mal, die könnten sich ganz gut ausgleichen. Beide haben Medium-High-Work-Rates, sollten also hinten stehen. Und wie gesagt, verteidigen können sie beide. Und er hier ist zwar klein, hat aber 80 Physics, sollte gut was wegschieben. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, ist halt ein Testteam. So, der Linksverteidiger wird der Moreno werden. Alberto Moreno, auch ihn habe ich maximal mal in Draft gespielt. Er sieht jetzt so von den reinen Defense-Werten nicht so pralle aus. Er hat halt nur 72 Defense, 70er Physics. Dazu aber ein fast 80er Dribbling, Pace natürlich. Wie groß ist er genau? 1,71, auch nicht der allergrößte. Ich bin gespannt. Also wenn er gegen mich gespielt hat, war er gut. Vor allem natürlich durch den Pace, kann gut Bälle ablaufen etc. pp. Aber er hat auch High Work Rates, was ganz interessant ist. Haben ja die meisten eher nicht. Ich gebe ihm nochmal kurz hier den Linksverteidiger, dem lieben Herrn Alberto. Dann gehen wir auf den Rechtsverteidigerposten, da kommt der nächste Non-Rare hinzu. Und dann ist der Jute her, Van Rijn, Ricardo Van Rijn oder Van Rijn, wie man ihn aussprechen mag, keine Ahnung. Auf jeden Fall Van Rijn und der sieht auch solide aus, 84 Pace, ist 1,80 groß. Dazu eine 73 Physics, 72er Defense. Aber ich finde, der sieht gut aus, sein Dribbling fuckt ein bisschen. Sein Dribbling fuckt ein bisschen ab, aber ich sag mal nur Opare, also auch wegen Defense-Stats. Opare ist so ein Biest und hat total behinderte Defense-Werte. So, dann unser erster ZM und es wird werden Wilhena. Wilhena, der Süße, der Tony. So, zeig mal her. Nächster Silberspieler, oder erster Silberspieler, ne? Erster Silberspieler, sehe ich gerade. Das ist der liebe Herr Wilhena. Und ja, das ist ein Mittelfeldmotor. Medium, Medium Work Rates. Wie groß ist er? 1,75 groß. Solider Pace. Solider Pass. Gut, sehr gutes Dribbling für Silber. Kann defenden. Hat Physics. Ist, wie gesagt, einfach der Mittelfeldmotor, der seine Pässe spielt. Und dafür sollte ja, er relativ gut geeignet sein. Und jetzt kommt einer von meinen FIFA 15 Favoriten. Auch er Silber. Und es ist der liebe Herr, warte mal. Da ist er, der Bilal Basashikoglu. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Ich habe ihn immer nur Bilal genannt. Auf jeden Fall, es ist der Bilal. Und mich wundert das echt, ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Und Bilal sieht biestig aus. 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Skill Moves, 88er Pace, 72er Schuss, 77er Dribbling. Und sogar noch ein 64er Passwert, der solide ist meiner Meinung nach für einen Silberspieler. 1,80 ist er groß, der Süße. So, da kommt der Bilal hin. Jetzt machen wir hier links weiter. Und da kommt hier auf die Posi der Henderson. Für Henderson habe ich mich entschieden, weil Henderson gegen mich immer verdammt stark ist. Und ja, ich habe mir gedacht, ja, wenn er gegen mich so stark ist, vielleicht auch für mich. Er ist halt so ein Allrounder, er kann eigentlich alles. Er hat einen soliden Pace, solides Dribbling, kann defenden, hat Physics. Gut, der Schuss haut einen jetzt nicht vom Hocker, aber geht klar. 81er passt sehr gut. Dazu ist er 1,82 groß und High Work Rates. Und ich denke mal, die beiden sollten hier das Mittelfeld ganz gut in den Griff bekommen. Ich hoffe es. Und dazu fehlt natürlich noch ein linker Winger. Und auch er ist wieder Silber. Und es ist ein anderer Favorit von mir aus FIFA 15. Es ist der Jude Scott Sinclair. Und er sieht wieder saubiestig aus. Gucken wir uns mal an, den Süßen. Der Kerl hat 4 Sterne Skills. Leider Gottes 2 Sterne schwacher Fuß. Ja, das ist kacke. Aber auf links, rechter Fuß sollte klar gehen. 88 Pace. 72er Schuss. 80er Dribbling für einen Silberspieler. Und noch ein 66er Passwert. Also fast noch ein 70er Passwert. Und wie gesagt, natürlich die 4 Sterne Skills. Und jetzt fehlt natürlich noch die berüchtigte Zentrale. Und dann kommt hier ein Spieler, der wurde sich so oft gewünscht, deswegen habe ich mir gedacht, den verbauen wir diesmal und ist der Hachim Mastour.
Der kleine süße Mastur ist es. Und den habe ich schon. Erstbesitzer natürlich. 98er Jahrgang. Der Kerl ist einfach mal 8 Jahre jünger als ich. Das ist schon hart. Und er hat eine Footkarte. Ich habe keine Footkarte. Naja, auf jeden Fall Mastur. Was sticht natürlich heraus bei ihm? 5-Sterne-Skills. 5-Sterne-Skills, dann noch ein 76er Dribbling für den 67er Overall. Ist natürlich sehr, sehr ordentlich. Schuss, Pass. Okay. Haut jetzt nicht so rein, aber wir wollen ihn halt testen. Und er steht auf jeden Fall hier. Jetzt fehlt natürlich nur noch einer und das ist der Stürmer. Und ja, wir suchen den perfekten Link. Den machen wir natürlich rein. Amrabat, der mich ein ums andere Mal zum Verzweifeln gebracht hat. Und deswegen ist er sicherlich nicht als Chemiehure hier drin. Der liebe Herr Amrabat ist 1,78 groß. 4 Sterne Skills. Er ist ein Rechtsfuß, also man sollte mit rechts schießen, weil 2 Sterne schwacher Fuß. Yeah! 88er Pace, 77er Schuss, kann sogar noch passen mit 73. 84er Dribbling und 74 Physics. Also er sieht wirklich sehr, sehr gut aus und ja, hat mich das ein ums andere Mal ziemlich gestresst, der Liebe. Und ja, das ist das Team. Natürlich alle auch voller Chemie. Warte, da. Alle natürlich auch voller Chemie. Ist ein NLW, aka No Links Wasted. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, guckt mal auf meinem Kanal. Da gibt es ein Tutorial, was genau ein NLW-Team ist. In Kurzfassung, jeder Spieler bekommt nur so viele Links, wie er auch wirklich braucht. Ihr seht das hier zum Beispiel, das ist so standardmäßig, wenn ich so ein Team im Stream habe, wo hier der perfekte Link in der Mitte ist. Massive, die bekommen doch gar keine volle Chemie. Doch. Weil das hier, was ihr hier seht, ist ein perfekter Link, weil... Warum ist das ein perfekter Link? Nicht nur wegen der Nation oder sowas oder wegen Verein, sondern wegen beidem zusammen. Sie sind beide von der gleichen Nation und spielen beide im gleichen Verein. Und diese beiden Merkmale in Kombination machen einen perfekten Link aus. Das heißt, dieser Link zwischen den beiden hier, zwischen Mastur und Amrabat, der sieht zwar aus wie der zwischen Bilhena und dem Bilal, ist aber nicht derselbe. Der hier, den die beiden haben, macht nur einen roten wieder wett. Dieser Link, den die beiden haben, macht 2 rote wieder wett. Deswegen haben auch beide 2 rote und nur einen perfekten. Und trotzdem sind sie auch voller Chemie. Und ja, das war jetzt dann doch nochmal genug Chemiekunde. Ich würde sagen, wir kaufen mal ein. Die sollten eigentlich alle auf Abstoß sein. Und deswegen können wir ja eigentlich direkt aus der... ja, Oberfläche hier rauskaufen. Ich bin echt gespannt, wie sich das Team spielt. Also ich werde bestimmt nicht rumheulen. Yeah, Momentum, mit dem Team sicher nicht. Nehmen wir den mal mit, der hat 27 Verträge. Und ich finde, das Team sieht echt stark aus. Ich weiß nicht. Vielleicht sieht es auch nur stark aus und lässt sich dann scheiße spielen. Keine Ahnung. Aber ich sehe in dem Team jetzt spontan keine Schwachstelle. Und ja. So, nehmen wir mal hier nochmal 26,99. Der gefällt mir. Nehmen wir mit. Da hält ihn. Alte Grinsekatze. So, da eingesagt Van Rin. Nein, 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 nicht Manuel, den haben wir schon. Manuel haben wir doch schon, Mann. So, Van Rin will ich haben. Mal richtig einen reinjagen hier. So, Van Rin. Hier 350. Nehmen wir natürlich mit. Ja, ihr könnt ja mal mitzählen. 350. Also bis jetzt waren die alle Abstoß. Ich meine, so ein Henderson wird auch Abstoß sein. Das Einzige, was halt interessant ist, ist jetzt hier Silber. Ja, aber guck hier, seht ihr auch schon. 1-1. 1-1 für Wilhena. Die sind echt so billig. Weil keiner mehr Silber spielt, ist einfach so. Und ich bin echt gespannt, wie ich damit spiele. Werde ich wahrscheinlich morgen direkt im Stream ein Subscriber-Game machen. So, Wilhena nehmen wir hier für 1-1 mit. Jetzt gucken wir, was der Bilal kostet. Ich denke mal, der teuerste Spieler wird ganz klar Mastur sein. Aber ich glaube, der kostet auch nur noch 5.000. Ja, Bilal müssen wir mal hier so ein bisschen durchgucken. Habt ihr die erste Seite schon gesehen, da war, glaube ich, einer für 1.000 irgendwas. Ich glaube, den nehme ich auch einfach. Ja, hier 1,8. Nehmen wir mal 1,8 mit. Oder 1,9. Kein frischer hier dabei. Okay, dann nehme ich doch den. So, 1,8 Bilal. Nehmen wir mal mit. Gucken wir mal, vielleicht hat er schon ganz gute Statistik. Ja, für einen Winger, ne? 10 Scorerpunkte in 16 Spielen ist okay. Ist auf jeden Fall keine Katastrophe. Sinclair habe ich auch keine Ahnung, was kostet der?
Vierer. Dann gehen wir hier vielleicht nochmal ganz schnell raus. Dann können wir auch nochmal ganz kurz nach Amra, nach Mastur gucken. So, Sinclair, wollen wir erstmal gucken, was der Süße kostet. Den brauchen wir nämlich noch. So, Vierer. Okay, da gibt es noch keinen. Vier Fünfe. Da gibt es einen. Vier Zweier. So, der 4-2 ist jetzt LM. Ich glaube, ich habe da schon welche für mit LW gesehen. Das habe ich aber nur geglaubt. Gucken wir mal, 5 oder 4-9. Nee. Nee. Ah, komm, ich stelle einfach um. Ich habe eh 1000 von den Karten und wäre Schwachsinn, jetzt hier mehr zu bezahlen. So, Sinclair kostet auch nochmal 4K. Alter, das Team ist wirklich billig. Wir gucken gleich nochmal genau, wie viel es kostet. Ich muss ja alle Spieler kaufen, bis auf Henderson und Mastur. Mastur können wir auch nochmal gucken hier. Mastur, der Hachim. Ich glaube 5-1 hat Footbin gesagt. Okay, stimmt nicht. Ja, deswegen gucken wir ja nochmal nach. Okay, doch, 5-2. Doch, das stimmt, 5-2 Mastur. Jetzt noch der Nordin Amrabat. Da ist er, der Süße. Der wird wahrscheinlich auch nichts kosten. Abstoß ist ein 78er, ja. Sollte auf Abstoß sein, der Süße. Gucken wir mal. Oh, ein Ticken drüber. Oh, noch ein Ticken drüber. Jeppa, und da haben wir schon welche. Also eher so 1-3. Also es sind wirklich alle billig, bis auf die Silberspieler. Die kosten mal einen Ticken. Aber jetzt auch nicht viel. So, Amrabat 1-2. Also dieses hübsche Teamchen kostet uns also. Warte. Guck nochmal ganz kurz Henderson, aber der dürfte auch Abstoß sein. Henderson, Jordan. Ja, ist auch Abstoß. 1-5 hier, 1-2 hätte ich mitnehmen können. Brauchen wir aber nicht. So, damit hätten wir dann ein Team für 1000. Also ihr bekommt für 1000. Ich habe mir einfach so rausgekauft. 2000, 2-5, 2-8. 2,8, der hat 1,5 so gekostet. Also sagen wir mal 4,2 rum. Mit ihm als Abstoß. 5, 9, 14, 15, 17, 18. Lass das Team mal 20k kosten. Ich werde es wahrscheinlich als 20k-Team ja, anschreiben. Und für 20k bekommt man hier meiner Meinung nach ein echt schönes Team vom Aussehen her. Ob es sich spielt, wir werden sehen. Wie gesagt, das ist ja bei mir immer, ich mache erst den Squad-Builder und dann spiele ich erst damit. Ihr werdet das Team auch auf YouTube sehen. Außer ich bekomme morgen komplett auf den Sack. Obwohl ich, doch, ich spiele es auf jeden Fall für YouTube. Ich werde es wahrscheinlich nicht unbedingt in der Liga spielen. Außer, es ist morgen gut. Aber ich will es halt nicht als ersten Test in der Liga spielen. Da werde ich dann wahrscheinlich ein, zwei Sub-Spiele machen. Aber ich persönlich finde, das Team sieht nice aus. Schönes NLW mit 4 Silberlingen mit drin. Dazu noch zweimal hier Non-Rare. Dazu am besten natürlich noch hier nicht so einen Schund auf die Bank setzen, sondern schön Bronze da drauf geklatscht. Am besten Non-Rare Bronze. Gucken wir mal, ob wir sowas haben. Ja, ja, wenn schon, denn schon. Haben wir leider nicht, aber das ist egal. Wir nehmen uns hier die schlecht bewerteten. Ihr könnt euch natürlich Non-Rare Bronze drauf machen. So. Okay, alles klar. Ja, 73er Rating haben wir. Ah, seht ihr auch. Wir sind ja nicht im Stream, dass alles überdeckt ist. Ne, wir haben einen 72er Rating. Ich glaube 3,5 Sterne oder sowas waren das. Wir machen mal alles hier raus. Messi und die ganze Chose hier. Brauchen wir alles nicht. So, dann könnt ihr das vielleicht als kleines Momentum-Team nutzen. 73er Rating, 3,5 Sterne, also wirklich nichts Hohes. Obwohl man nur 4 Silberspieler hat, hat es halt ein ziemliches Silber-Rating. Und ja, das ist das Team. Versucht's mal aus. Ich finde, es sieht hübsch aus. Ich werde es auch ausprobieren. Ansonsten würde ich sagen, erzählt da mal, wie euch das Team gefallen hat. Baut es einfach mal nach. Ich meine, 20k, das kann sich wahrscheinlich mittlerweile jeder leisten. Wenn ihr natürlich allgemein so auf Silber nicht steht, okay. Aber ich wollte auch mal was machen für die Leute, die gerne mal was etwas Exotischeres spielen. Und für die ist das, glaube ich, ganz gut. Boah, der sieht so böse aus, Alter. Der sieht aus, keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ja echt einen Autounfall.
Deswegen will ich mal nicht sagen, er sieht aus wie nach einem Autounfall. Weil es könnte ja wirklich der Fall sein. Und dann hört sich das böse an, wenn der Massive das sagt. Nee, wie gesagt, bau das mal nach. Ich finde, es sieht hübsch aus. Und es könnte sich auch hübsch spielen lassen. Wie gesagt, ich habe da meiner Meinung nach keine Chemiehure verbaut. Meiner Meinung nach. Ja, das wäre es eigentlich gewesen, Jungs. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like da. Weil daran sehe ich, ja, okay, die Jungs wollen auch mal was Exotischeres sehen. Und nicht immer nur Ronaldo, Messi und ihre Freunde. Und deswegen lasst doch mal ein Like da. Schreibt natürlich mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ob ihr allgemein auf sowas steht oder eher sagt, nee, gib mir mal eher Ronaldo und die ganzen Missgeburten. Das ist dann natürlich auch kein Problem. Aber ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns um 16 oder spätestens 16:30 im Stream. Haut da rein, das wäre es gewesen. Und ich zeige euch nochmal ganz kurz das Team. So zum Abschluss, guckt es euch nochmal an. Der kreative Orgasmus. Guckt es euch nochmal an, ist das nicht schön? Ist das nicht schön, das Team? Komm, wir geben ihn auch schnell LMLW. Ich kann euch gar nicht weglassen. Er ist so schön. So, ich hoffe, es lässt sich auch schön spielen. Okay, alles klar. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns später im Stream. Haut da rein, Muschis. Macht's gut.